Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder GBF Akadalmeister mit dem langen Ritt. Zerstört die Spaltmaschine der Moradel ist unsere Mission hier in diesem Kapitel. Und wir sind zurück mit Jimmy die Hand alias Senior James, Opa Patros in seinem Schlafanzug. Ein Magier sei nebenbei. Und natürlich Senior James Locky Locklear, dem wohl schnörkellösesten Ritter und dem einzigen, dem ich hier vertraue, kompetent zu sein. Einigermaßen zumindest. Und ja, ich habe noch die Diamanten aus Kapitel 5 hier natürlich bei mir. Jetzt kann ich die natürlich im Pfeil von Laurel verkaufen, oder in der rauchenden Pfeife, wie sie im Deutschen ja heißt. Oder aber ich behalte oder ich stopfe sie einfach wieder zurück in die Cheat-Truhe, aber das macht auch keinen Sinn. Wisst ihr, was ich einfach mache? Wir legen sie einfach hier auf den Boden. Dann komme ich nicht in die Versuchung. Ich lege sie einfach mal dahin und die werden ja wohl irgendwann verschwinden. Irgendwer wird ja wohl einen Beutel mit 4 Diamanten sich irgendwann nehmen. Also ich wüsste, ich würde das tun auf jeden Fall. Und ja, das war ja nur ein Experiment, um zu sehen, ob Baron Gabbett da irgendwie drauf reagiert, dass wir ihm seine Rubine wiederbringen, die Tamney ja gestohlen hatte von ihm, wegen der Hochzeit da. Aber ja, das ist leider nicht passiert. Da haben die Programmierer dann nicht aufgepasst. Also lassen wir sie einfach mal hier und gehen nach Norden, raus aus dem Hogewald. Das ging in Kapitel 6 ja schon nicht, weil dort Arutas Truppen waren. Ein Haufen von quirgianischen Piraten. Und hier sind schon wieder die quirgianischen Piraten. Und ja, wir können natürlich die Gegner zählen und da steht im Grunde genommen schon wieder, es sind zu viele. Wir kommen so an denen nicht vorbei. Ja, im Grunde genommen sind alle drei Ausgänge aus dem Hogewald. Es gibt ja einen im Norden, wo wir jetzt sind, einen im Westen und einen im Süden bei Craigs Haus. Die sind alle gesperrt. Ich will nur mal gucken, was passiert, wenn wir uns nähern. Bis jetzt passiert noch nichts. Immer noch nichts. Wir sehen auch, da sind auch jetzt neuerdings Moradel-Zauberer dazugekommen. Was im Grunde ja bedeutet, da die sich nicht gegenseitig bekämpfen, dass Arutas Truppen, die ja schon aus quirgianischen Piraten bestanden an dieser Stelle, falls ihr euch erinnert in Kapitel 6, haben sich verbündet mit den Moradel-Zauberern. Tja. aber das ist natürlich nicht so wirklich, aber es sieht zumindest so aus. So nach dem Motto, Aruta ist ein bisschen heuchlerisch mal wieder. Und ich bin immer noch nicht ganz drüber hinweg, was für ein Folterknecht er ist. Und wo ich drüber nachdenke, die Gaststuben haben ja auch erst in einer bestimmten Zeit offen. Und da wird auch immer gesagt, das ist auf Arutas Befehl hin ergangen, damit die Leute nicht zu früh trinken und mehr arbeiten und malochen. Ja, für ihn und seine tollen adligen Freunde oder was auch immer er für Freunde haben mag. Ja, Puck ist ja wohl irgendwie sein Freund, warum auch immer. Ich weiß, verstehe nicht, warum Puck, der eigentlich ein herzensguter Mensch ist, sich mit so einem Wahnsinnigen einlässt. Aber nun gut, anscheinend gibt es keine Alternativen hier. Die hat Aruta alles schon schön beseitigen lassen. Kein Wunder, dass dann irgendwelche Sachen entstehen, wie die Meuchelmörder, wie die Nachtfalken und so. Also mich wundert das gar nicht mehr. Naja, James hielt an. Er schaute sich die Bande an, die den Pass vor ihnen bewachte, und rief ihnen laut zu. Wollt ihr uns sicheren Durchgang gewähren? Das ist genau derselbe Text, den man bekommt, wenn man quasi in Kapitel 6 in das Fünfergebiet rein will. Also hier in dem, um das auf der Karte zu zeigen, hier in den, ja, ich nenne das immer das Fünfergebiet, weil es hier auch so bezeichnet ist. Aber hier sind die Gänge ja gesperrt und jedes Mal heißt es dann, wenn man von hier da rein will, von Kenting Höhe oder vom Hogewald nach oder von Tyrsok in dieses Gebiet, dann heißt es immer, auf Arutas Befehl wird es nicht gemacht. Und das ist jetzt genau derselbe Text, so nach dem Motto, der Unterschied ist nicht so großartig zwischen Arutas Befehl und diesem hier. Ein Wächter, der sich sehr wichtig vorzukommen schien, schaute auf und antwortete, während er sie mit einem großen Maß an Verachtung von Kopf bis Fuß betrachtete. Wir haben Befehl, niemanden in den Hogewald hinein oder aus ihm herauszulassen. Wessen Befehl, forderte ihn James heraus. Ich habe keine Ahnung, von wem der Befehl ursprünglich kam. Wenn mein Kommandant mir jedoch einen Befehl gibt, befolge ich ihn, antwortete er. Er griff nach seinem Schwert und stach die Spitze in die Erde vor ihm. Dann starrte er sie drohend an. Wenn ihr allerdings die Weisheit dieses Befehls anzweifeln wollt, dann ist es euch mehr als freigestellt, uns herauszufordern. Locklear trat nach vorne, yeah, und blieb neben James stehen. Welchen Zweck hat es, unsere eigenen Leute zu einem Kampf herauszufordern, sagte er. Oh, das sind jetzt unsere eigenen Leute, das wird ja immer besser. Als er den Zorn in den Augen seines Freundes aufflammen sah. Achso, das sagt er zu, sagt er zu James, aber trotzdem die eigenen Leute. Es würde dem, was wir erreichen wollen, nur in den Weg kommen. Haben wir sie erst einmal herausgefordert, werden sie möglicherweise vergessen, mit wem sie kämpfen. James schüttelte den Kopf. Es ist die Arroganz dieses Burschen, die mir auf die Nerven geht.
Sollen wir also kämpfen oder umkehren? Ja, wir verlassen sie. James blickte finster drein. Lasst uns umkehren, sagte er. Dieser Weg führt aus dem Hochwald heraus und fort von der Spaltmaschine. Aruta hat uns sein Vertrauen geschenkt und uns aufgetragen, sie zu finden und zu zerstören. Und ich werde lieber verdammt sein, als dass ich ihn in dieser Angelegenheit im Stich lasse. Ich glaube, er wird dir auch Schlimmeres antun, wenn du nicht seinen Befehl befolgst, nach dem, was wir inzwischen von Aruta wissen. Und der beste Satz ist ja im Grunde genommen, Aruta hat uns sein Vertrauen geschenkt. Wenn das unsere eigenen Leute sind, die uns im Grunde genommen daran hindern, den Hochgewalt zu verlassen, bevor wir nicht diese Spaltmaschine gefunden und zerstört haben, heißt das ja, dass diese Leute hier auf Arutas Befehl hier sind, warum auch immer da Moheidel mit dabei sind. Aber auf jeden Fall, ja, das sind also unsere Leute, die uns daran hindern, aus dem Hochgewalt rauszugehen, bis wir nicht die Aufgabe erledigt haben. Also Aruta zwingt uns im Grunde genommen dazu, diese Aufgabe zu erledigen, sonst werden wir nämlich getötet. Und das sind seine besten Freunde. Was sagt uns das? Was sagt uns das über Aruta als Typenhaus? Das wird ja immer besser. Schrecklich. Sowas ist doch schrecklich. Ja, das sind endlose Kämpfe. Es hat keinen Sinn, gegen die zu kämpfen. Man kommt hier nicht raus. Das ist einfach so. Und ich habe keine Ahnung, von wem der Befehl ursprünglich kam. Ja, ja, ja. Das sollst du wahrscheinlich sagen, damit keiner weiß, dass es Aruta war, der hier gesagt hat, ihr kommt nicht raus. Ja, wir können natürlich kämpfen. Ja, wir können es mal versuchen. Und das gibt einen Text. Lockley trat nach vorne zu dem Anführer. Wir werden euch so ins Hinterteil treten, dass ihr den ganzen Weg bis zu den Nordlanden fliegt, rühmte er sich. Schnell trat James nach vorne, um sich mit Lockley zu beraten. Habt ihr das bisschen Verstand, das ihr vorher besessen habt, jetzt auch noch verloren? Wollt ihr, dass wir alle umgebracht werden? Fragte er. Davon einmal abgesehen, führt dieser Weg fort von der Spaltmaschine, die wir zu zerstören hier sind. Ey, einen Moment mal, James, du warst es doch, der gerade noch gesagt hat, die Typen nerven mich. Und jetzt macht Locky das und jetzt ist es auch nicht wieder recht. Also James ist auch so ein kleiner Aruta in meinen Augen. Vertraut mir, versicherte ihm Lockley. Ich glaube, wir können es mit ihnen aufnehmen. Ja, das können wir auch. Als sie sich zum Kampfe vorbereiteten, rief der Anführer der Kobolde die anderen, die auf dem Pass versteckt hielten, zusammen. Lockley erschauderte, als er sah, wie viele Krieger sich hinter den Bäumen bewegten. Er erkannte, dass der Pass in der Tat blockiert war. Vielleicht solltet ihr mir doch besser nicht vertrauen, sagte er zu James, als sie der ersten Reihe der sich nähernden Meute gegenüberstanden. Patrus bemühte sich, in all dem einen Sinn zu sehen. Ja, und das ist wieder der Text, der kommt, wenn man einen endlosen Kampf vor sich hat. Es sind 6 quegianische Piraten und ein Zauberer. Zum Glück ist James schnell und kann verhindern, dass der Zauberer zaubern kann. Wow, und die machen gut Schaden, so wie es scheint. Und Patrus wird vermöbelt, so wie es aussieht. Seine rennt weg, was bei ihm natürlich immer so eine Sache ist. Ich meine, wir haben ja... Wir können was beschwören, wie zum Beispiel Hunde oder sowas. Dann machen wir das doch mal. Und setzen hier einen Hund hin und da einen Hund hin. Die aber nicht ganz auf unseren Befehl hören. Erstmal den Zauberer wegschlagen, wenn es denn geht. Wieder muss Locky alles alleine machen, hier scheint es mir. So, und Patrus wird sich verteidigen. Ich hoffe, das bringt irgendwas. Immerhin trifft James. So, wer ist dran? Patrus, verteidige dich. Hoffentlich rettet einer der Hunde ihn. So, der Zauberer ist erledigt. Und, Patrus wird sich jetzt regenerieren. Ja, in diesem Kapitel sind wieder viele Gegner mit verstärkten Waffen dabei. Oh, einer unserer Hunde ist gestorben. Du Schwein, du! Rache! So, der ist auch weg. So, Hundi! Oh nein, Hundi ist vergiftet worden! Das kann ich nicht tolerieren! Oh, Patrus hat sogar mal getroffen. Ich bin angenehm überrascht. So, jetzt sind alle platt. Der Kampf war gewonnen. Und die Fertigkeiten der Gruppe haben sich verbessert. Welche denn? Oh, die Stärke von James. Er ist auf 31. Damit ist er fast so stark wie Owen. Und die Verteidigung von Patrus hat sich verbessert. Von Locky hat sich nichts verbessert. Okay. Tja.
Das war ein sinnloser Kampf, denn wie man sieht, die Gegner sind alle wieder da. Und wir müssen noch einen Kampf ausfechten. Seht ihr, und was passiert ist? Die Gegner sind reloaded im Grunde genommen. Sie tauchen einfach wieder auf. Und zwar an derselben Stelle, wo wir sie gerade eben erschlagen haben. Im Grunde ist das derselbe Kampf. Nur die Positionen sind übernommen, sind auch übernommen worden, wo sie vorher erschlagen worden sind. Die sind einfach wiederbelebt worden. Und an genau derselben Stelle müssen wir sie jetzt bekämpfen. Was natürlich selten dämlich ist, weil der Zauber jetzt außerhalb meiner Reichweite ist. Und Patro steht extrem ungünstig. Und auch Loki kriegt einiges ab. Ich werde mal, gucken, was ich tun kann. Ich kann mich heilen. Oder ich kann hier mit Iliams Herz, das ist nicht das Iliams Herz von Iliam in Elvandar im Wald, im Elbenwald, sondern einfach irgendein anderes von ihr. Iliam. Patros formte den Namen, während er den Stein in der Faust hielt und sich konzentrierte. Er fühlte die Konzentrationskraft des magischen Artefaktes, sich sammeln und seinem Willen beugen. Eine Rusalki würde kommen. Und wir stellen sie mal hier hin. Da ist sie. Hallo. So. James kriegt es irgendwie nicht hin, den Zauber zu erledigen. So. Wir retten Patros. Und was macht die Rusalki? Sie läuft irgendwo anders hin. Ich will den Zauber erledigen. Ja, und jetzt ist es so, dass ich tatsächlich diese Kämpfe jetzt immer ausfechten muss anscheinend, weil ich die einmal provoziert habe. Aber es war es mir wert, zu versuchen, hier rauszukommen aus diesem... Oh, 24 Schaden, sehr schön. Ja, die können natürlich zaubern, die Rusalki. Wir erinnern uns. Natürlich kann man hier dann seine Werte ein bisschen trainieren. Das war's. Und ich glaube auch, dass die jetzt tatsächlich, wie beim Kampf gegen die Truppen des Prälaten, sehr viel, ja, weniger hier Lebenspunkte und Ausdauer haben, weil... Sie werden zwar wiederbelebt an genau derselben Stelle, aber mit nur so wenig Lebensenergie, dass sie eigentlich fast schnell zu töten sind. Aber deshalb konnte der Zauberer gerade eben, glaube ich, auch nicht zaubern, weil seine Gesundheit schon angegriffen war und er keine Ausdauer wiederbekommen hat. Sodass man diese Kämpfe natürlich gut nutzen kann, um hier eben entsprechend... oh, ich kann meine Waffen mal vereisen. Um eben... ja, aufzusteigen, schnell, ohne großes Risiko einzugehen. So, James war ja mein Rüstungsschmied, genau so war's. Ich muss mal wieder ein bisschen umdenken, wie es hier ursprünglich war. Oh, eine gesegnete Rüstung, ja. Okay, jetzt haben wir die, ich weiß nicht, Kobold, Aruta, Moradel-Truppen, wie auch immer ich sie nennen soll, hier mal ein bisschen gequält. Ja, da müssen wir wohl durch. Dass wir das gewagt haben. Sollte wohl keine negativen Folgen haben. Warum auch? Es sind ja Feinde in dem Sinne. Aber es wurde ja gesagt, oh, es sind Verbündete oder was auch immer. Warum versperren Verbündete uns den Weg? Kann mir das mal einer erklären, ohne dann hier irgendwie zu sehr sich in Widersprüche zu verstricken? So, der Hogewald ist ja, von uns schon mal ein paar Mal besucht worden. Ich habe natürlich die ganzen Moradel-Truhen in Ruhe gelassen, damit sie alle für Patros dann hier bleiben. Es sind allerdings auch ein paar Sachen geändert worden hier in Kapitel 7, die in 1, 2 und 3 anders waren. Zum Beispiel dieser Stumpen hier ist, dieser Stumpen ist, hat sonst Koltari-Gift drin in sich und in diesem Kapitel halt 33 Rationen. Der Grund, warum es gibt sehr viele Rationen-Upgrades hier in diesem Wald im Kapitel 7, weil man sonst an wohl keine kommen wird oder es sonst schwierig ist. Ich werde mal gleich gucken, ob im Laden das zu kaufen ist, weil dann kann man das sich ja kaufen. Aber vielleicht, wenn man kein Geld hat, dann soll man hier trotzdem nicht verhungern an dieser Stelle im Spiel. Christopher Medine, aber den haben wir auch schon ausgeräubert. Okay, wir haben hier Fleece und Thistle. Zwei Truhen. Vielleicht sollte ich ein bisschen rasten. Zumindest was Patros angeht. Patros ist natürlich immer schlecht in seiner Ausdauer. So. Das ist halt erst zu spät dazugekommen, dass er wirklich profitiert hätte von unseren ganzen hier Reisen und dann natürlich der Ausdauer- und Gesundheitsupgrades.
So, wo ist denn jetzt hier Fissel und Dizzle? Da unten links ist das. Oh, es gab ja noch ein Haus hier, wa? Mal sehen, ist da jemand drin? Ist hier was im Loch? Nö. Haben wir schon, das meiste, das haben wir eigentlich schon alles geplündert sonst. Und jetzt seit längerer Zeit keiner mehr gelebt. Na gut. So, da sind die Truhen. Ja, schauen wir mal nach, was da jetzt drin ist. Aber wir können es nicht lesen. Ah, ich erinnere mich. Wir brauchen ja, das ist die Eintracht, damit wir das überhaupt lesen können. Er steht am Wegesrand mit blauen Hüten und zerlumptem grünen Gewand. Die, die es berühren, verfluchen es. Brennesseln oder was? Blaue Hüten? Dornen? Ah, ich glaube, es war Distel, oder? Ich glaube, Distel. Tja, ich bin kein Botaniker, aber das kenne ich irgendwoher, die Distel. Okay, was haben wir? 230 Dukaten, das ist ganz nett. Gegen Gift. Können wir gebrauchen. Loki kann es gebrauchen. Kräuterbeutel können wir gebrauchen. Heiltränke können wir auch immer gebrauchen. Den Rest können wir nicht unbedingt gebrauchen. Wir können natürlich eine Zurani-Armbrust mitnehmen und die verhökern. Gleich bei Five and Laurel. Außerdem der schwarze Nimbus. Der schwarze Nimbus ist, glaube ich, ein. Oh, 30 Tage sind vergangen. Alle haben ein bisschen aufgerüstet. Der schwarze Nimbus ist kein Spruch, den er schon kennt. Das heißt, die können den Patros beibringen. Ja. Im Grunde genommen hätte auch schon Owen diese Sprüche alle lernen können im Hogewald, in den Kapiteln, in denen er da rumrannte. Aber ich wollte das ja für Patros übrig behalten, weil Patros hat sonst keine Möglichkeit, an sie ranzukommen. Es sei denn natürlich, wir verkaufen diese Sprüche dann, verkaufen diese Sprüche beim mürrischen Magier und dann kann er sich die in Kapitel 5 holen. Aber ich sag mal so, Patros ist erstens nicht so ein toller Zauberer, wie man mehrfach jetzt schon gesehen hat. Er hält nicht lange durch und hat wenig Punkte. Ist einfach nicht genug Zeit, um ihn ausreichend zu trainieren, tatsächlich. Man könnte es jetzt mit diesen endlosen Kämpfen, könnte man es tatsächlich ein bisschen machen. Aber, da habe ich keine Lust zu. Und deshalb habe ich das. Aber dann, wenn er die trotzdem dann halt irgendwie kriegt, habe ich dann hier. Ihm die dagelassen. Aber den schwarzen Nimbus kennt er schon, denn er seufzt und sagt, vielleicht kann ich einen großzügigen Ladenbesitzer finden, der sie besser brauchen kann als ich. Okay, dann verhökern wir es eben gleich. So, was haben wir hier noch? Kriegt man sie zu fassen? Können sie nicht hüpfen? Muss man sich kratzen? Man muss sich kratzen, wenn sie entschlüpfen. Kriegt man sie zu fassen? Können sie nicht hüpfen? Man muss sich kratzen, wenn sie entschlüpfen. Flöhe. Wobei ich mich gerade frage, wie kriegt man Flöhe zu fassen? Die sind ja ein bisschen klein. Ein 88er Smaragd. Eine 76er Muschel und eine leichte Zurani-Armbrust. Befand sich in dieser Truhe. Ja, das ist die Ausbeute von diesem. Und hier oben gibt es nochmal vier der Truhen und eine ganz besonders. Aber ich werde nach Westen gehen zum Laden, sofern wir nicht von irgendwas anderem aufgehalten werden. Was natürlich leicht passieren kann, denn dieses Gebiet ist schön mit neuen Gegnern verstopft. Und da sehe ich sie auch schon. Falls sie uns angreifen wollen, dann können sie es tun, aber erstmal will ich in den Laden. Und dann können wir nämlich dann trotzdem die rauchende Pfeife einen Überfall machen. Bietet Proviant an. Also von daher braucht man nicht unbedingt all diese Boni. 326 Dukaten kriegen wir von so Elbenarmbrust. 450 für die blutige Bessie. Aber die wollen wir haben jetzt als Waffe. So, Schmuckstücke. War der einzige Laden hier, das heißt, man kann alles verhökern. Die Silberspinne ist immer noch hier. Oh, das kann nicht gekauft werden hier, die Zauberspruchrolle. Was mit dem ollen Luchsaugentee? Will den jemand haben? Ja, 30 Dukaten. Und diese beiden Armbrüste, 209, 326, gut. Und den Ring des goldenen Pfades brauchen wir auch nicht mehr, der kann auch weg. Das hat sich auch erübrigt. Was haben wir sonst noch dabei? Delatail-Milch brauche ich auch nicht. Seile brauche ich eigentlich auch nicht mehr, es gibt keine Seile hier jetzt mehr für uns. Aber ich werde sie trotzdem behalten, weil Seile sind toll.
So, Dietrich kann ich noch brauchen. Das Amulett des aufrechten Mannes wird benutzt und können wir brauchen für unsere Schlossaufbrechgeschichten, denn Lockys oder James Wert ist eigentlich nur bei 89. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht etwas mehr brauchen für ein paar der Truhen hier. Bezweifle ich allerdings sogar. So, Lockys Waffenkunde ist auf Maximum, das heißt, er kann seine Waffen auf 100 bringen, genauso gut wie Godorf. Nur James hinkt ein bisschen hinterher mit seiner Rüstungskunde, aber gut. So, ansonsten kriegen wir hier bloß den, ja, alles, was wir eigentlich brauchen. Wettsteine, Silberdorn, Gegengifte, Heiltränke. Das ist eigentlich das, was man hier so kriegt. Und ich habe zwar hier Armbrüste verkauft, aber wie ihr seht, die sind schon rausgeflogen, weil der Laden vollgestopft ist. Und dann fliegen die Gegenstände raus, die am teuersten sind tatsächlich. Die fliegen als erstes raus. Und da die das waren, ja, sind sie gleich rausgeflogen. Habt Acht, gefährlicher Wald. Ja, nicht so gefährlich wie wir. Wenn wir jetzt hier angreifen. Und wir haben den Angriff irgendwie nicht geschafft. Aber zumindest ist James schneller als alle anderen. Und mit Alter Fanes Vereisung klappt das jetzt auch ganz gut. Patrus wird sofort getroffen und ist sofort vergiftet. Ein bisschen sehe ich fast schon davon ab, Patrus überhaupt noch zu heilen. Weil er kommt, er ist nur noch dazu da, hier Schläge einzustecken als alter Mann. Ah gut, die Schruftrolle kann weg. Die brauche ich nicht mehr. Heilung kann ich aktivieren und Gegengift brauche ich natürlich. So, dann heilt er wieder. Kann auch zwei Heiltränke nehmen, wenn er will. Ja. Ist immer noch nicht ganz aus dem Quark raus. Kommt nicht wirklich zum Zaubern. Das ist bei drei Gegnern nur. Eine 73er Plattenrüstung, ein Großschwert. Und eine Ration hatte der dabei. Dieser hier hatte immerhin einen Kräuterbeutel dabei, aber den brauche ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, genug. Ja, das reicht. So, was haben wir hier noch? Auch nochmal eine Ration Proviant und vergiftete Pfeile. Da haben wir die Übeltäter, die Patrus vergiftet haben. So, geldtechnisch bin ich ja bei 20.000, da brauche ich nichts mehr verkaufen. Das ist alles top. So, habe ich noch einen Kampf hier übersehen oder so? Das kann natürlich sein. Das war 30, 33 und 36, 37. Okay, die sind da im Süden. Das heißt, wir können jetzt in den die anderen Mordel-Truhen aufsuchen. Im Westen! Nichts Neues. Erstmal nach Süden. Irgendwo ist hier so ein Baumstumpf. Da, der Baumstumpf! Und mit ganz viel Proviant drin. Tja. Den teilen wir doch mit der ganzen Truppe. Denn vergiftet ist er ja nicht, oder? Ah, sieht nicht so aus. Okay. Das sind, glaube ich, so 33 Proviant-Rationen, die jetzt neu in Kapitel 7 dazugekommen sind. Ein Zelt. Wenn ich betrachte, in welchem Zustand es ist, dann würde ich sagen, dass seit längerer Zeit hier niemand tatsächlich gelebt hat. Ja, Dr. James hat es wieder alles erkundet. Warten bis zum nächsten Tag. Wir sind ja nicht in einem Dungeon. Wir können hier nicht einfach wieder Licht anmachen. Sondern müssen uns ein bisschen auf das Tageslicht verlassen. Okay, wir können doch Licht anmachen, so, ja. Was sage ich denn da? So, dieses Loch hatte ich, glaube ich, in Ruhe gelassen. Weil, oh, es ist ein Stufe 3 gesegneter Rapier, ganz nett. Und Flussgesang. Hier ist der Flussgesang, den auch Owen hätte schon früher kriegen können, für den Rosalki-Spruch. Aber ich habe mir für Patrus aufgespart. Denn das wird ziemlich cool, wenn wir das Ding einsetzen können. So, weiter dann in den Norden. Hier ist noch was. Oder auch nicht. Es gibt noch drei. Achso, ja, hier, okay. Jetzt sind wir tatsächlich, ja, in 1.02 in der Version, weil sonst in 1.01 hätten wir sonst hier noch Strength Drain da gefunden in dem Fluss, wo der Flussgesang jetzt gerade war, in dem Loch. Dann hätten wir auch den Stärke-Abziehzauber bekommen. Haben wir nicht bekommen, das heißt, wir sind in Version 1.02 mal wieder. Laut der Logik. Naja. Jetzt will ich diese vier Mordel-Truhen finden, von der eine nicht im Deutschen zu öffnen ist. Eine davon ist unöffnbar. Mal sehen, welche das ist. Erstmal wieder hier Einsicht oder Eintracht. Es reist umher und doch verlässt es nie sein Haus. Das ist eine Schnecke.
Sie reist langsam, aber sie reist. Go, go, Schnecke! Hier drin finden wir Flammenwurzöl. Mit einer Armbrust und Elbenrüstung. Löst jetzt keine Begeisterungsstürme bei mir aus. Man sucht es auf, wenn Essen man braucht. Es steht auf vier Beinen und eine Pfeife es raucht. Ist das hier der Herd? Ja. Wobei ein Herd natürlich nicht immer auf vier Beinen stehen muss. Ein Zauberspruch. Die Finger der Nacht. Nightfinger. Und den kennen wir sogar schon. Patros ist ein alter Dieb. Und da brauchen wir auch eine glorreiche Hand dafür, damit das hier funktionieren würde. Und sonst wieder nur eine mittlere Armbrust. Ja, das sind alles Gegenstände und Sprüche, die man eigentlich schon besser früher hätte brauchen können. Hier im Kapitel 7 ist das alles schon ein bisschen zu schwach, die Ausbeute hier eigentlich. Wenn es schlägt, dann schmerzt es nicht. Hat es keine Zeit, dann schlägt es nicht. Ja, das ist genau das hier. Das ist nämlich die Glocke. Die Glocke ist im Deutschen nicht zu lösen. Denn es gibt hier kein C. Es gibt hier bloß ein K. Und dann kommt wieder ein K. Und das C fehlt. Ne? Ich kann hier alles durchschalten, da ist kein C. Und das heißt, diese Truhe ist nicht zu öffnen. Die Frage ist, was verpassen wir denn dadurch? Wir verpassen eine königliche Rüstung und ein Neunauge, ein Mordel Neunauge. 58 Golddukaten. 88 Silberdukaten, oder Silbermünzen meine ich. Und ein 62er Rubin, also alles in allem Geld. Ne? Also, und das ist nichts, was wir nicht im Überfluss hätten. Also, ist das zu verschmerzen? Hat eine Zunge, doch Worte spricht es keine. Manchmal läuft es, doch hat es keine Beine. Ich hätte jetzt bei einer Nase gesagt, die Nase läuft. Was läuft denn noch? Hat eine Zunge, hat keine Beine. Was läuft? Der Kühlschrank. Aber der hat keine Zunge. Eine Zunge? Das ist bestimmt keine echte Zunge. Vielleicht ein Wurm oder sowas. Da komme ich nicht drauf. Ist ein Schuh? Ah, die Schuhzunge. Ja gut, da wäre ich auch lange nicht drauf gekommen. Da hätte ich ewig für gebraucht, dass ich mich daran erinnere, dass ein Schuh... dieses Ding, was da drin ist, diese Lasche. Ich hätte es Lasche genannt eigentlich, aber das ist wohl der... Die Zunge, die Schuhzunge dann, ne? Oder wird damit was ganz anderes gemeint? Hier, glorreiche Hand. Gleich für Patros Diebestahlzauber könnte man das jetzt hier gebrauchen. Aber hey, und ein bisschen Gift. Aber dafür haben wir unsere Spinne hier. Das heißt, nur zu gut zum Verkaufen, das Zeug hier. Ja, und das waren die vier Truhen hier. Nicht gerade sonderlich ergiebig, würde ich sagen. Aber es gibt da im Süden, gibt es auch noch eine. Oh, es gibt auch eine hier noch in dieser Nische, die ich übersehen habe. Ja, da muss ich auch nochmal hin. Hier in der Ecke. Das heißt, ich muss wieder ein bisschen zurücklaufen, am Zelt vorbei und dann hier nach Norden. Und dann hier einmal gucken. Hier liegt ein toter Mann. Der, da ist auch nichts mehr dran. Und ich glaube, jetzt ist hier schon wieder Dings, Patros Sprachkenntnis auf Null zurückgefahren. So. Was geht den Keller hinunter mit vier Beinen und einem Schwanz? Aber komm zurück mit zwei Schwänzen und acht Beinen. Ja, es ist ja irgendwie, eine Katze ist es. Ja, ich könnte hier schon K. Ist Katze? Was geht runter in einen Keller mit vier Beinen und einem Schwanz, aber kommt zurück mit zwei Schwänzen und acht Beinen? Das ist mir noch nie aufgefallen, dass eine Katze, die in den Keller geht, dann plötzlich mit acht Beinen und zwei Schwänzen da rauskommt. Oder meinen Sie damit, dass das Tier so einen Partner gefunden hat oder sowas? Oder vielleicht, aber es muss ja ein Körper sein. Es gehört ja zu einem Körper, oder wie? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Ist das irgendwie so ein Spruch, ein alter deutscher Spruch, den heutzutage keiner mehr kennt? Was war denn die deutsche Entsprechung? Mauser. Okay, Mauser ist ja hier aus... Okay, Ninja Turtles kenne ich das. Das sind diese
Roboter von Baxter Stockman, die er gebaut hat, um die Turtles zu jagen, diese kleinen Schnappviecher. Aber im Grunde genommen ist er ja mit, glaube ich, eine Katze auch gemeint. Also von daher passt es, glaube ich, wieder. Also jemand, der Mäuse jagt, ein Mauser. Oder Turtles halt, was auch immer. Das ist interessant. Aber ich weiß immer noch nicht, was das mit 8 Beinen zu tun hat. Also das ist mir noch nie begegnet. Ich weiß auch nicht, was das sonst für, wofür das dann eine Metapher sein könnte. Ist auch noch eine Tüte, die wir haben liegen lassen. Was ist da denn drin? Ah ja, die Falle, das ist ein Questgegenstand. Die Falle von Craig, da haben wir 2 Stück von gefunden. Und ich habe eine hier einfach liegen lassen. Daran sieht man, Questgegenstände werden nicht angegangen. Allerdings hier unsere Diamanten sind verschwunden. Ja, die hat sich irgendwer jetzt hier einverleibt. Ein glücklicher Bastard, könnte man sagen. Der jetzt ganz schön reich ist. Ja, ich hoffe, er freut sich über seinen neu gewonnenen Reichtum. Aber auch er kommt aus dem Hogowald nicht raus. Auf Arutas Befehl hin. Was für ein wunderbarer Mensch. Den sollte mal jemand vom Thron stoßen. Ich frage mich, ob König Liam weiß, was sein hier Sohn da alles veranstaltet hier in den Ländereien. Oder ob ihm das vollkommen egal ist. Das wäre natürlich eine logische, wenn auch tragische Erklärung der ganzen Problematik. So. Wer hätte mehr Lebenspunkte eigentlich hier? Ich glaube fast, James hat mehr Lebenspunkte. Das heißt, er kann diese etwas schwächere Rüstung kriegen. Ich tausche die jetzt mal um. Weil Patros kippt mir sonst zu schnell um. Das sind immerhin ein Unterschied von 10%. Segen. Segnen lassen kann ich in diesem Kapitel auch nichts, denn im Hogewald gibt es keinen Tempel. Vielleicht einen unterirdischen Druidentempel. Irgendwo in der Ferne, aber nicht für uns. So. Unsere Mission ist es hier, die Riftmaschine zu suchen. Ach, was mir gerade einfällt, ich habe gar kein hier Erklärungsvideo zu Patros gemacht hier, beziehungsweise was seine Hintergrundgeschichte ist. Das fällt mir auch früher ein. Vor den Tagen von Pucks Zauberakademie im Sternsee war Patros stets mit den bohrenden Fragen seiner jungen Lehrlinge beschäftigt. Jetzt hat er keine Schüler mehr, was ihm mehr zusetzt, als er zugeben möchte. Der ist ein bisschen neidisch auf Puck. Von Zeit zu Zeit wird er gebeten, kleinere Zauber zu verrichten, aber nur wenige Aufgaben fordern sein Können wirklich heraus. Obwohl Patros bisweilen etwas zerstreut scheint, gehört er zu den fähigsten Zauberern mit Kemias. Aber nicht zu den ausdauerndsten. Sein Gesicht, das voller Falten ist, sehr ausdrucksstark. An den Seiten seines Kopfes wachsen noch ein paar weiße Strähnen und sein spitzes Kinn ist mit weißen Stoppeln bedeckt. Er geht leicht gebeugt, ist aber noch recht rüstig für sein Alter und hat keine Probleme, mit seinen jüngeren Begleitern Schritt zu halten. Doch hat er. Seine Geschwindigkeit ist nämlich 2. Und damit ist er langsamer als Goraf. Und diese beiden sowieso. Ja. Hat kein Problem, mit den Leuten Schritt zu halten. Ja, doch hat er. Er hat sogar sehr große Probleme, Schritt zu halten. Patros erbleichte. James hatte zwar ein schlechtes Gewissen, dass er den Zauberer und Ratgeber dazu überredet hatte, sie auf einer solch langen Reise zu begleiten. Auch ist doch so flott. Doch hatte er selbst von der Zauberei absolut keine Ahnung. Prinz Aruta fand es jedoch ratsam, dass er zumindest einen Blick auf die fremdartige Spaltmaschine würfe. Keiner von ihnen hatte erwartet, dass sie den Großteil ihrer Reise zu Fuß zurücklegen würden. Tagelang waren sie in einem atemberaubenden Tempo auf den feinsten Schlachtrossen aus den Ställen von Nordwacht geritten, jedoch zu lange und zu schwer, ohne eine Pause einzulegen, so dass die Pferde innerhalb von wenigen Tagen gestorben waren. Nein, wo ist Michael Kohlhaas? Ja, meine Rappen zu Schande geritten. Waren es Rappen? Ich glaube schon. Ja, Michael Kohlhaas ist auch eine Novelle. Und es gibt ein paar Verfilmungen davon. Eine sogar mit hier Matt Mickelson. Auch interessant. Naja. So, die Pferde sind zu Schanden geritten worden, lange bevor sie die äußere Grenze des Hogewaldes erreicht hatten. Von da an waren sie gezwungen, zu Fuß weiterzugehen. Sie hatten sich an einer Patrouille von Kobolden vorbeigeschlichen. Hört auf, es zu sagen, es war Arutas Truppen hier, die eine Verteidigungsposition auf der Straße eingenommen hatten, die nördlich aus dem Hogewald herausführte. Wenn das wirklich unsere Feinde waren jetzt, dann hätten sie uns doch sofort angegriffen. Warum sollten die jetzt mit uns reden? Das ergibt doch auch keinen Sinn. Jetzt weit hinter den feindlichen Linien und ohne schnelles Transportmittel, war die Aufgabe, die vor ihnen lag, noch viel schwieriger zu bewältigen.
So, nicht schwer zu erledigen. Etwas von der Größe eines Mannes im Hogewald zu finden, dürfte wohl nicht zu schwierig sein. Nicht gerade die schwierigste Sache, die Aruta uns jemals hat tun lassen. Tun lassen? Oh, er ist so gnädig, dass er euch was tun lässt. Hört auf, ihn zu verteidigen! Erinnert ihr euch noch daran, wie wir nach dem Spaltkrieg Beeren gesammelt haben? Lalalala. Wir hätten beinahe keine gefunden, wenn uns nicht eingefallen wäre, dass es in dem besagten Jahr erheblich mehr geregnet hatte. Es tut mir nur leid, dass wir dem armen alten Patros diesmal überredet haben, mitzukommen. Macht euch um eure eigene Haut Sorgen, ihr Welpen. Ich kann mit dem Besten um die Wette laufen. Ich bin nur langsamer und ihr seid dabei keine Ausnahme. Tut vor mir mitleidig, dann werde ich euch beiden den Schädel einschlagen. Ihr hört besser darauf, was er sagt, Jimmy. Er ist ein Killer. Ach, Locky, du bist wunderbar. Er ist ein Killer. Warum nicht ein Mörder oder Metzler oder sowas? Nein, er ist ein Killer. Patrus ist der Killer. Ich glaube, ihr habt recht. So, was denkt ihr? Wo sollen wir anfangen, nach dieser Spaltmaschine zu suchen? Eure Mutmaßungen sind genauso gut wie meine. Da wir gerade vom Norden gekommen sind, denke ich, es ist ziemlich sicher, dass sie irgendwo da oben ist. Dass sie nirgendwo da oben ist. Bleiben damit nur der Osten, Westen und Süden und alles dazwischen. Ja, es ist, als ob wir einen Fisch in einem Fass aufspießen müssten. In diesem Falle, denke ich, sollten wir so systematisch wie möglich vorgehen. Ich würde sagen, wir machen einen Vorstoß nach Osten und von dort aus danach Süden oder Westen. Osten, warum? Westen scheint eine ebenso gute Richtung zu sein. Ich weiß nicht genau warum, aber die innere Stimme, die Osten zu mir sagt, ist dieselbe, die mich bis jetzt am Leben erhalten hat. James, du bist wahnsinnig, vielleicht bist du schizophren oder sowas. Ich habe gelernt, dass es besser ist, sie nicht zu ignorieren. Solltet ihr eine bessere Idee haben, werde ich eurer Führung folgen. Oder auch nicht. Ja. Doch tut er. Ja, nach Westen ist eine etwas nicht so schlaue Idee, Mr. Locky, weil da ist nur Wasser. Das heißt, wir müssen sowieso nach Osten über diese Brücke. Einen anderen Weg gibt es nicht. Falls ihr euch erinnert, im Hogewald war auch eine Geheimwand, genauso wie in Kenting Höhe, da wo der Alkohol zu finden ist. Und die befindet sich hier im Süden tatsächlich. Und tja, die ist nicht ohne Grund da. Denn dort befindet sich tatsächlich auch die Spaltmaschine. Ich frage mich nur, was passiert, wenn wir die jetzt als erstes aufdecken. Und ja, nicht erst den Weg gehen, der gedacht ist. Nach Osten. Oh, ein Haufen. Oh, sehr gute Mordel, Brosche und Rubine. Oh, und ein Kampf, den ich gar nicht habe kommen sehen, weil der Gegner plötzlich vor mir aufgetaucht ist. Es ist ein Zauberer auf jeden Fall und ein zweiter. Ich komme zu dem einen nicht ganz hin. Das heißt, wir müssen jetzt hier. Oh, der hat überlebt. Wir müssen jetzt umdisponieren. Wahrscheinlich hat er eine Drachenplattenrüstung an. Ich kann nur hoffen, dass Patrus zumindest diesmal. Ah, so, und jetzt kommt das, was er eigentlich nicht können sollte: die Haut des Drachen. Sehr schön. Ah, und gleich der generische Zauberer setzt hier Unfortunate Flux gegen ihn ein. Das würde ihn umbringen, wenn er nicht gerade jetzt zu heben hier den Schutzzauber auf sich gesprochen hätte. Und der gegnerische Zauberer ist auch schon weg. Dann können wir uns in Ruhe jetzt um diese anderen beiden da kümmern. Und Patros kann sich ein bisschen erholen. Zack. Ups. Okay, das ist nicht so wild. Er kann ruhig sein Pulver verschießen. Patros ist gesichert. Mal gucken, ob die. Oh, sie beschließen sich natürlich anders zu orientieren. In dem Moment, wo ich mich ja eigentlich nur erholen will. Und Locky ist vergiftet worden. Okay, die sind alle platt. Es gibt eine Menge. Oh, seine Zaubernfertigkeit hat sich verbessert. Und er ist vergiftet. Hatten diese Kerle denn irgendwas Interessantes dabei? Abgesehen von, ja, verdorbenem Proviant, schwere Zurani-Armbrust, Großschwerter, ein Bauernschlüssel, jawohl. Das ist immer schick. 51 und Heiltränke 3. Nimm ruhig ein paar Schluck, Patrus, alter Freund. 38 Dukaten und eine Ration.
Und dieser hat hier, oh, Kräuterbeutel dabei und noch mehr Heiltränke. Und sogar gute Rationen. Das lese ich gerne. Da muss ich die nicht kaufen. Wobei, ja, das ist auch kein Problem. So, wir wollen... in dem Moment geht natürlich jetzt hier unser Verständniszauber aus. Patros, bitte stirb nicht, wenn du hier deine Sprüche sprichst, um besser lesen zu können. Diese wundervolle Sache kann geschluckt werden, kann aber auch uns verschlucken. Ja, das ist wohl ziemlich einfach. Also Wasser. Ja, die Rätsel sind für frühere Kapitel eigentlich gedacht, deshalb fallen sie uns, oder fallen sie mir wahrscheinlich so leicht. Verhältnismäßig. So, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, kleine Armbrust, neun Augen, da seht ihr, die Ausrüstung ist auch schon ziemlich unterirdisch. Oh, ich darf nicht vergessen, dass Locke hier vergiftet ist hier. Ich glaube, ich habe Patros entgiftet, ne? Ich glaube, das war mein Fehler jetzt hier. Fast wäre Locke gestorben hier durch meine Unachtsamkeit. Das kann ich ja gar nicht haben. So, Locke kriegt auch ein paar Beutel. Kann die Heilung ein bisschen schneller vorangehen. Hat sogar nicht die ganze Nacht gedauert. So, okay, gehen wir durch den Tarnwald hier. Könnt schon mal auf die andere Seite sehen, da wo die Hexe eigentlich haust. Die wir ganz zu Anfang in Kapitel 1 schon mal besucht haben. So, jetzt wird's interessant. Was ist hier? Noch sehe ich nichts. Immer noch nichts. Ich gehe nur Schritt für Schritt durch. Das sind ja große Schritte, darf man nicht vergessen. Na da, da sind sie ja.